Christian, es geht in eine siebte Saison bei Lichtenberg 47. Du bist neben Sebastian Reiniger der dienstälteste Spieler hier im Kader. Was gefällt dir am meisten bei 47? Was ist über die Jahre hier besser geworden? Und was wünschst du dir mit deinem Club zu erreichen? Danke erstmal für die Frage, Philipp. Sehr gerne. ja, was soll ich sagen? Ich fühle mich hier total wohl. Sehr familiär hier alles. Wir verstehen uns alle untereinander sehr gut. Wir unternehmen viel untereinander. Ich denke mal auch die Spieler, die nicht mehr bei uns sind, die kann man fragen, dass hier alles wirklich sehr familiär abgeht. Und deswegen fühle ich mich hier pudelwohl und möchte den Verein halt weiter auch mit meinen Leistungen unterstützen und helfen, um die Ziele, die sich der Verein setzt, zu erreichen. Mein Ziel mit dem Verein ist auf jeden Fall mal irgendwann international zu spielen. Ob ich das erreichen werde, muss man mal sehen, aber das wäre auf jeden Fall ein schönes Ziel. Und was besser geworden ist, ja, wenn man unsere Trainingskleidung, wenn man da schon mal anfängt, also jetzt hat jeder seine Größe, wo ich hier angefangen habe, da war es so, naja, da hat man halt Sachen halt bekommen. Dann die ganze Anlage, das hat sich alles immer weiterentwickelt, da ist Benni auch echt hinterher, muss man mal sagen. Und bin froh, hier zu sein. Benjamin Plötz und für diejenigen, die... Ja, Grüner, für dich beginnt die vierte Saison. Was hast du hier zu schätzen gelernt? Warum ist 47 der Verein deiner Wahl? Ja, ich bin damals hergekommen, genau wegen diesem jungen Herrn, um mit ihm endlich mal wieder Fußball zu spielen, weil wir waren ja lange getrennt gewesen. Ja, familiäres Umfeld, einfach viele Leute, die man von früher schon kennt. Ich glaube, wenn ich jetzt so in die Mannschaft gucke, also man hat es ja sowieso gegen jeden irgendwo schon mal gespielt, aber halt auch mit echt vielen schon zusammengespielt. Und was ich immer überragend finde, egal wer kommt, es fühlt sich immer so an, als ja, wäre derjenige schon ewig hier gewesen oder dass es halt gar keine neue Saison ist. Mehr oder weniger. Ja, das war's zu der Frage. Zum Spiel gegen Hansa können wir sagen, dass wir 3-1 gewonnen haben. Fußball ist Ergebnissport. Nein, wir wollten natürlich ja, den zweiten Dreier holen, um halt mit einer perfekten Ausgangsposition ins Spiel gegen TB zu gehen, die ja schon Favorit sind dieses Jahr. Mit Favorit, wie auch immer. Und ich persönlich muss einfach sagen, also ich finde, das sind immer die Spiele, wo am meisten Emotionen drin sind. Leider kann ich nicht dabei sein, das ärgert mich sehr, aber ich denke, dass mein Partner hier neben mir alles daran setzen wird, dass wir auch dieses Spiel gewinnen werden. Ja, also man muss dazu halt nur sagen, gegen Hansa ist immer schwer einzuschätzen vorher. Man weiß halt nie, ob die ein paar Profis runterschicken oder wer da sowieso an sich so spielt. Dazu sitzt man halt immer noch 18 Stunden im Bus. Trifft sie Sonntagmorgen, alle gut gelaunt, dann geht es 4 Stunden hoch. Aber ich denke, wir haben die Aufgabe sehr gut gelöst, sehr gutes Spiel gemacht, verdient gewonnen. Ja, und ITB für mich natürlich Aufstiegsfavorit. Wer sich so einen Kader in der Oberliga zusammenbasteln kann, der muss auf jeden Fall schon ein bisschen was haben. Natürlich brauchen die auch noch ein bisschen Zeit, um sich zu finden, aber die haben ja auch oft genug Training. Ich denke, wird ein enges Spiel hier und hoffe natürlich, dass wir dieses Spiel gewinnen werden, um mit 3 Siegen in die Saison zu starten. Ich glaube, das ist mir hier auch noch nie gelungen. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir verfolgen. Und die Hütte wird hoffentlich auch voll sein. Ja. Also denke mal, 2 Teams, die jetzt über Jahre so schon oben mitspielen, jetzt gegeneinander hier gleich am Anfang. Da sollte auch einiges los sein. Ja. Grüner, du bist verletzt. Ja. Was passiert? Wie sieht der Plan aus für deine Regeneration? Wie lange schätzt du, bis du wieder dabei bist? Wie geht's dir damit? Passiert ist es im Spiel gegen Empor. Ja, mein Innenband ist gezerrt. Ist eigentlich an sich nichts Schlimmes, dauert aber ziemlich lange dafür, weil ja, das irgendwie nicht so richtig weggeht, weil man da auch nicht so richtig was machen kann. Mir geht es damit natürlich scheiße, weil die ganze Vorbereitung war somit für umsonst, weil es eine Woche davor vom Ligastart passiert ist. Ja, und ich kann so richtig, wie gesagt, mache jetzt seit 4 Wochen immer dasselbe, immer nur Krafttraining. Gehe manchmal ein wenig laufen und hoffentlich nächste Woche kann ich wieder ins Training einsteigen.
So. Hast du schon mal ein Fußballspiel besucht, was du schon immer mal besuchen wolltest? In einem bestimmten Stadion? Oder was hast du da so für... Ja, ich war schon mal beim Champions League-Finale, wie du sicherlich weißt. Danke nochmal. ja, also es war natürlich... Muss mich nicht mitnehmen, ist nicht schlimm. Nimm ruhig deine Freundin mit. Ja, wer Fußball begeistert ist. Ja, also Champions League-Finale war natürlich ein Riesending. Kann ich jedem nur mal empfehlen, wer da die Chance hat. War auch ein richtig doofes Spiel. Ansonsten würde ich mal gerne Boca Juniors gegen River Plate sehen in Bombonera, aber wahrscheinlich wird das in der nahen Zukunft erstmal nicht so sein. Ansonsten kann ich auch nur jedem empfehlen, falls es dazu nochmal kommt, das Stadtderby zwischen Union und Hertha sich anzugucken. Da sind immer viel Emotionen dabei, das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Ja, und ansonsten, sag mal so, wer hier schon mal gespielt hat, da brauchst du eigentlich auch zu keinem anderen Spiel gehen, weil der weiß, was hier abgeht. Und das reicht mir eigentlich. Und bei dir, Philipp? Ist da ein Spiel, was du unbedingt mal sehen möchtest oder welches du schon gesehen hast? Na, du weißt ja, dass mein Vorbild Fernando Torres ist. Und wie gesagt, da war ich in Madrid gewesen mit meiner Freundin zusammen. Und da haben wir uns ein Spiel angeschaut von Atletico. Das war so mit das Geilste, was ich bis jetzt erlebt habe. Wenn er dann auch noch ein Tor schießt, so wie es ja passiert ist. Ja, die Stimmung da im Stadion ist nochmal was ganz anderes. Also es sind wirklich wahre Fans. Nee, muss man, es gibt ja Arenen, wo Tore bejubelt werden oder wo halt alle ausrasten danach und das ist auf jeden Fall. Ja, dann freut es mich natürlich, dass du das miterleben durftest. Danke. Erstmal bedanken wir uns natürlich immer bei den 47er Fans, die es immer hierher schaffen. Es ist natürlich immer schön zu sehen, dass auch über die Jahre hinweg immer auch die gleichen dennoch kommen, auch neue dazukommen, was wahrscheinlich an unserer Spielweise auch zusammenhängt, einfach, dass wir guten Fußball spielen. Natürlich auch immer schön, neue Gesichter zu sehen, aber man freut sich halt auch immer über die gleichen, die dann hier auch Stimmung machen. Ist auch nach dem Spiel halt immer ganz schön witzig. Aber bei einer Trikotversteigerung zum Beispiel. Bei einer Trikotversteigerung kann ich nur jedem empfehlen, da mal dabei zu sein. Da brennt der Baum hier. Und ansonsten, ja, hoffen wir, dass sie am Samstag uns tatkräftig unterstützen. TV wird bestimmt auch ein paar Fans mitbringen. Und Ziel muss es halt sein, lauter als die zu sein und mehr Stimmung zu machen, dass wir am Ende das Spiel bei einer Cola dann auch nochmal auswerten können und uns darüber freuen, ob wir, dass wir halt gewonnen haben. Ja, und grüßen an der Stelle würde ich vielleicht einfach nochmal unsere Eltern, die, glaube ich, seitdem wir, weiß ich, 6 Jahre alt sind, Fünf, Philipp. Fünf. Ja, ich bin halt schon ein Frühaufsteher. Ich mit 6. Ja, einfach hier uns tagtäglich zum Training gefahren haben und abgeholt haben. Eigentlich so gut wie immer beim Spiel dabei sind. Das sind eigentlich so für mich die besten Fans, muss ich sagen. Denen hat man auf jeden Fall viel zu verdanken. Dass sie es auch immer noch mitmachen, egal wie alt man ist. Und wie weit. Und immer noch einem sagen, was man besser machen muss. Ja. Auch wenn man jetzt noch weniger drauf hört als früher. Nee, eigentlich ist es ja meistens andersrum. Jetzt nimmt man sich es doch mehr zu Herzen als früher, aber nee. Ja. Und neuer Torjubel, den können wir vielleicht mal, ja. Studieren wir mal nach dem Spiel einfach noch. Studieren wir vielleicht mal ein, wenn Christian vielleicht irgendwann nochmal die Hütte trifft. Ansonsten grüße ich natürlich auch meine Familie, wieder Philipp. Meine Freunde, die sich das ja angucken werden und hoffentlich auch mal bei den Schmunzer haben werden. Schöne Grüße gerne noch aus Australien zu Schauri und die Sharks. Ich hoffe, dass sie gerade gut schläft. Und an Franz, wir sind sehr gespannt. Ja, auf den Monopoly Franz, den grüßen wir auch. Ja. Und die WG. Genau. Die WG wird zum Beben gebracht.